Dirty Dancing, der Oscar-prämierte Kultfilm aus dem Jahr 1987 mit Patrick Swayze in der Hauptrolle, begeisterte ein Millionenpublikum. 2004 schrieb die Drehbuchautorin des Films eine Bühnenversion von Dirty Dancing. Jetzt kommt der Klassiker in einer deutschsprachigen Neuinszenierung nach Österreich. Erste Station ist morgen in Bregenz, danach geht es weiter nach Linz, Salzburg, Wien und Graz. Hey Kleiner! Was will die hier? Sie ist mit mir hergekommen. Sie ist mit mir hier. Ich habe meine Wassermelone getragen. Was rede ich denn da für einen Blödsinn? Ich habe eine Wassermelone getragen. Es sind Dialoge und Ohrwürmer wie Hungry Eyes, von denen Fans von Dirty Dancing nicht genug kriegen können. Die deutschsprachige Neuinszenierung versucht möglichst nahe an den Kultfilm aus dem Jahr 1987 heranzukommen. Das ist ganz genial, finde ich, bei dem Stück sehr speziell, weil die Leute auch die Dialoge sehr gut kennen. Und wenn Baby sagt, ich habe eine Wassermelone getragen, ja, dann gibt es Applaus oder die Leute kreischen. Oder wenn Johnny dann kommt, sagt, mein Baby gehört zu mir. Die Leute lieben das, die feiern das so mit. Und das macht besonders Spaß bei der Show, finde ich. Die gebürtige Wienerin Gloria Wien spielt Lisa, die Schwester von Frances Hausmann mit Spitznamen Baby. In den Ferien trifft Baby auf den Tanzlehrer Johnny Castle und springt als dessen Tanzpartnerin ein. Aber zuvor muss er ihr das Tanzen erst beibringen. Die Schauspielerin Anna-Luise Weihrauch nimmt auch Privattanzstunden. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ich finde es wirklich schön, wenn man vor allem, wenn man auf Feiern eingeladen ist und dann steht man immer so als junges Pärchen oder so da und denkt, oh, die Alten können alle super tanzen und wieso können wir das nicht? Und deswegen habe ich das auch gemacht, weil es einfach Spaß macht, zusammen zu tanzen. Also kann es nur jedem empfehlen. In der Rolle, die Patrick Swayze im Film verkörpert, brilliert auf der Bühne der Ungar Mate Güney. Patrick Swayze ist so ein Hammer-Tänzer, Schauspieler. Also es ist eine riesige Herausforderung, jeden Abend also diese Rolle zu spielen. Die Bühnenversion von Dirty Dancing ist eine Show, die im wahrsten Sinne bewegt und Erinnerungen an große Filmmomente wachruft.